Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Dieser Vers aus dem ersten Kapitel des ersten Johannesbriefs spricht mich in diesen Tagen besonders an. Dass Gott hier mit der Metapher des Lichts verbunden wird, spricht mich an, weil ich spüre, wie sich der Lichthaushalt der Natur bis in meine Seele hinein auswirkt. Wenn es wochenlang trübe ist, kaum Sonne zu sehen ist, dann legt sich das auch auf die Seele. Und wenn dann die Sonne rauskommt, wenn es hell ist, dann tut das der Seele richtig gut. Es ist wie ein Aufleben. In der vergangenen Woche war Mariä Lichtmess, der katholische Feiertag, an dem nach alter Tradition der weihnachtliche Festkreis endet. Zugleich hat dieser Tag immer eine besondere Bedeutung gehabt, weil ab da die Tage deutlich länger werden. Auf meiner Wetter-App schaue ich jetzt immer auf die Angaben zum Sonnenauf- und Untergang. Und immer freue ich mich dann darüber, dass es jetzt täglich wieder ein paar Minuten länger hell ist. Und ich fürs Morgenvideo wieder etwas früher raus kann, um es im Hellen drehen zu können. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das Licht hilft mir, dieser wunderbaren Botschaft in meiner Seele Raum zu geben. Gott geht nicht, Gott kommt. Gott kommt in meine Seele mit seiner Liebe, mit seiner Hoffnungskraft, mit seinem Leben. Schon sieht man die ersten Schneeglöckchen, ja sogar Krokusse. Es dauert nicht mehr lang, dann wird das neue Leben in der Natur erwachen. Und auch die Seele wird aufleben. Sich für Gottes Geist öffnen und spüren. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Geht gesegnet und behütet in diesen Tag.